zurück zu Ark Survival Evolved. Wir müssen heute ein bisschen leiser sein, weil es ist schon Nacht. Nein, natürlich nicht. Es ist mir scheißegal, ob es Nacht ist oder nicht. Es ist ja schließlich nur ein Spiel. Ich kann mit Gamma einfach alles ein bisschen heller machen. Ha, das habt ihr jetzt davon, ihr miesen Pokémon. Ja, willkommen zurück zu Ark Survival Evolved Pokémon All-Stars. Wir wollen so viel. Wir wollen am liebsten ein Mewtwo fangen, es zur Mega-Evolution machen und damit die Weltherrschaft an uns reißen und, naja, eins nach dem anderen. Nicht wahr? Denn wir haben immer noch ein und dasselbe Problem. Wir können die Dinosaurier, die Pokémon nicht einschätzen, wie stark sie sind. Wir wissen nicht einmal, ob sie seit gestern sich ja neue hinverirrt haben, die uns umbringen wollen. Das Dodri da hinten, das hätte ich aber ganz gerne. Am liebsten eher heute als morgen, weil es kann sich eh kaum wehren. Wenn wir dann mal ernst machen. Aber hier sind immer noch so viele, von denen ich halt nicht weiß, sind die aggro, sind die nicht aggro. Ich meine, wenn ich mir die hier mal angucke. Wir sehen der. Warte mal, mobben die den Kleinen da? Den habe ich vorher gar nicht gesehen. Oh, das arme kleine süße Flamli wird einfach von zwei von denen einfach voll gemobbt. Aber er steht sein Mann oder seine Frau, ich weiß es nicht. Ich dachte, da ist irgendwas im Stein drin und naja. Ich überlege gerade, ob wir die platt machen können. Und wenn ja, wie? Wie am besten? Mit welchen Waffen, mit welchem Werkzeug? Was ich weiß ist, wir haben ein relativ hohes Level. Übrigens, ich habe natürlich die Taming-Raten hochgestellt. Ach ja, ihr fragt euch bestimmt, wo ist denn die Webcam? Die habe ich ausgemacht. Ich habe heute einfach keinen Bock drauf. Und ja, ich überlege gerade, ob ich das mal eine Weile lang überhaupt mal auslassen soll. Einfach weil irgendwie, ich habe gerade keine Lust auf Selbstdarstellung und mehr Lust auf, ja, mehr auf Ark eingehen, beziehungsweise auf die Mod. Ja, Pre-Aberration wird um einige Wochen verschoben, was ich leider sehr, 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 sehr schade finde. Und irgendwer meinte in den Kommentaren, dass ich die Tylacoleos gar nicht mitnehmen kann. Und ich wüsste halt ganz gerne, warum. Ich weiß es nämlich nicht. Und ich glaube auch nicht so dran, dass es stimmt. Aber wenn es halt wahr ist, dann habe ich ein kleines Problem und mir unnötig viel Arbeit gemacht. Außerdem überlege ich auch gerade, wie ich meinen Kanal ein bisschen umstrukturieren könnte. Der Hyperball oder Ultra Ball, weil ich habe das Gefühl, gerade so ein bisschen mich festgefahren zu haben. Ich weiß, ich sage das immer mal wieder in den Folgen, aber ich beschäftige mich mit diesem Thema auch gerade sehr viel und überlege gerade, was ich bringen kann. Ich habe mich jetzt doch sehr auf Aberration verlassen und ich hatte die Wahl, Aberration, entsprechend auch der Season Pass oder Destiny 2. Und ich habe gesagt, ach komm, das kriegst du hin, geldmäßig, Aberration, Destiny, beides ist drinne. Ja, stellt sich raus, ich habe nicht mal eben 80 Euro übrig, um mir beides zu holen. Und dann habe ich mich natürlich auf Aberration verlassen, mit dem Season Pass, habe mir ihn gekauft und hey, jetzt ratet mal, was ich diesen Monat nicht spielen werde. Genau, beides. Weil ich habe gepokert und habe alles verloren. Tja, dann Destiny zum ersten, beziehungsweise es ist 6 Tage nach Release, das Spiel ist dann irrelevant. Vielleicht spiele ich es dann nur für mich, vielleicht mache ich einen Livestream, aber dann mache ich halt wirklich einen Dingens-Livestream, ganz, ganz ruhigen. Ich möchte ganz gerne ein bisschen metallisches Material haben und brauche dafür das hier. Ich habe keinen Teleporter, ne? Das Problem ist, wir bräuchten halt Electronics, um mir Teleporter herzustellen. Teleporter brauchen Perlen und wir haben im Prinzip nichts, womit wir auf die Reise gehen können. Melee Damage. Was fehlt denn? Hide? Ach ja, genau, wir haben ja gar kein Hide. Ah, das ist so lächerlich. Das ist so scheiße lächerlich. Denn die Schwierigkeit gerade ist, wo kriege ich Hide her? Ich weiß es nicht. Melee. Mir fehlt 5 Stück. Warte, es gibt einen ganz. Okay, Leute. Guckt mal nicht hin, ich muss mal ein paar Pokémon töten. Das ist sehr, sehr schade, aber das müssen wir halt machen. Mal gucken, welche haben wir, welche brauchen wir nicht. Die haben alle so ein niedriges Level, ne? Das hier geht eigentlich sogar, das behalten wir. Dann nutzloses Pikachu. Das gibt uns sogar ein bisschen Zeug. Und den würde ich ganz gerne behalten. Charmander, den brauchen wir auch nicht. Pinsir. Ich bräuchte mal so einen Schrank mit nützlichen Pokémon. Ich glaube, es war gerade Tag und ich kann, ja. Ich kann Gamma wieder normalisieren. Ja, dann machen wir es einfach ganz einfach so. Es sind einfach Nutztiere. So, ihr bleibt mal da.
Ihr habt keine hohen Level, ne? Keiner über Level 100. Und ich mache mir mal mein... Ich würde sagen, ich probiere mal den hier aus. Weil ich glaube, dass der den meisten Schaden machen würde. Ach ja, da war ja was. Moment. Ich muss sie erst befreien. Das ist das Problem. Ich kann die sonst nicht töten. So. 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 Und wisst ihr was? Ich kann die eigentlich auch direkt benutzen, um ein paar Erfahrungspunkte zu bekommen. Wir probieren das einfach mal kurz aus. So, der ist ja passiv, ne? Wenn ich ihn jetzt töte, der ist übrigens auch fast tot, dann sollte ich doch eigentlich in der Lage sein, übrigens, die Bären hätte ich ganz gerne wieder, dankeschön, ihn A zu töten und B ein paar Erfahrungspunkte rauszuholen, ne? Und der wehrt sich auch nicht. Ja, genau, das war ja perfekt. Guck mal. Guck mal, wie viel Heid einfach rauskommt. Großartig. Ja, das läuft sogar echt besser als geplant. Glutexo, du machst mir gerade echt eine Menge Ehre und du machst sogar ein bisschen Schaden, was ich echt gut finde. So, ihr seid ja gerade... Ich weiß, es ist gemein, aber wisst ihr was? Wir brauchen es. Wir haben einfach keine andere Möglichkeit. Das ist unsere beste Möglichkeit, an Heid dran zu kommen und bei dem, in seinem Fall hier tatsächlich auch an... Chitin, Keratin, dass wir so eine Rüstung machen können. Und die ist halt echt nützlich gerade. So! Ja, ich weiß, es ist grausam, aber hey. Wir sterben für einen guten Zweck. Für mein Wohl. Ja, das ist ein guter Zweck. Gute Arbeit! Wir können einfach mal da lassen, weil er muss ein bisschen HP regenerieren. Du brauchst so viel. Boah, ist das viel Fleisch. Das ist Wahnsinn. Melee Damage, schaut, dass auf 200 kommt und danach werden wir mal... Wobei, ich weiß ja gar nicht, ob das Spiel dafür sorgt, dass sie sich im Laufe der Zeit auch entwickeln. Das wäre natürlich eine ziemlich geniale Sache, wenn die einfach mal, ja, boom, entwickeln. Das wäre toll. Wisst ihr, so und so viele Level, nächstes Level, nächste Entwicklungsstufe. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eingebaut ist oder ob das gewollt ist, wenn das dann halt funktionieren sollte oder so. So, was mache ich denn jetzt hier hoch? Ich glaube, ich mache, es gibt so viele Sachen, die ich oben haben möchte. Ich glaube, ich gehe mal auf 300 Weight, weil ich habe gelernt, dass Weight immer eine wichtige Sache ist. Oh, guck mal. Masken. Cool. Ist nicht für mich oder für Dinos? Auf den Helm. Ich hätte gerne eine Party haben. Der ist fast wieder regeneriert. Krass, krass, krass. Geht schnell, ne? So, ich würde aber ganz gerne, weil ich brauche das ganze Fleisch gerade überhaupt nicht. Die fressen noch eher alle Beeren, hoffe ich. Ich werde einfach mal so machen. Plupp, plupp. Jetzt können wir, wenn wir denn wollen, so machen. Die Beeren, die tue ich mal da rein. Wobei, wir könnten unterwegs was tämen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Mal schauen. Andererseits, die sind auch Flüssigkeitsspender, nicht wahr? Dann walte ich mal hier. Dann kann ich Heid hier reinmachen und das hier habe ich Chitin bereits gelernt. Ich hoffe, wir können uns ein ganzes Set davon machen. Dann sind wir nämlich auf jeden Fall deutlich besser geschützt. Großartig. Boah, das ist eigentlich mehr. Ich brauche das Wort auf Fiber, ne? Fiber war genug. Ja, guck mal. Ideal, perfekt. So, Metall. Das will ich haben. Ich will die Metallausrüstung haben, aber wir haben noch kein Metall an sich oder nicht genug. Darum würde ich mir ganz gerne erst einmal... Ach, ich wollte gar nicht hier hin. Ich wollte doch auf Weapons. Melee. Und dann machen wir... Oh, guck mal, ich kann mir sogar die volle Ausrüstung machen. Großartig. Ja, super. Dann haben wir eigentlich alles, um halt Sachen bauen zu können, Sachen abbauen zu können. Jetzt brauchen wir nur noch die Metallrüstung. Dafür fliege ich halt mit Butterfree in die Berge oder wir gehen zu Fuß. Keine Ahnung, wir haben es ja jetzt dicke. Wir sind einfach mal defensiv aufgestellt, was schon gar nicht mal so schlecht ist. Und... Dann sehen wir mal zu, dass wir ein bisschen Metall rankommen. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, ich würde ganz gerne versuchen. Ja, was heißt versuchen? Ich gehe da einfach hin mit Infinity Stats und so, dass wir halt einfach das Material dafür. Nein, was ist das Material? Damit es schnell geht.
damit wir da schnell hinkommen, damit wir keine Probleme mit dem Weg haben. Aber ich habe jetzt erstmal eine Verteidigung, etwas, was halt die Dinosaurier in sich nicht haben. 52 Armor. Damit soll ich auf jeden Fall in der Lage sein. Komm mal wieder her. Nein, warte, du hast ein Level-Up. Die Tiere zu töten. Und damit dann irgendwas Tolles zu machen. Gut. Was haben wir da? Haben wir Butterfree dabei? Nee, ne? Die größte Schwierigkeit ist halt, wenn ich sterbe. Und ich bin am Arsch der Welt. Ich verliere ja auch meine Pokémon. Da muss ich den Weg erstmal dahin wieder finden. Wie stark ist eigentlich Pinsir? Ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt keine weiteren Pokémon opfern. Das wäre grausam. Hey, sorry, aber ich grausam, ja und? Hey, wir brauchen die eben nicht. Ich nehme mal Butterfree mit. Ich nehme. Den wollte ich mal behalten. Ich weiß aber nicht, ob der gut ist. Ich nehme die mal alle mit. Wofür ich die brauche? Für den Fall, dass ich. Was ich gut finde, ist, dass oben links nicht mehr angezeigt wird. Ja, für den Fall, dass ich tatsächlich von irgendwas angegriffen werde oder so. Dass ich halt einfach mal sagen kann: Hey, scheiß drauf. Die Pokémon sind jetzt einfach mal zum Ablenken da. Und dann lenken die für mich ab. Und mir geht's gut. Und wenn die sterben, ist nicht so schlimm. Weil die ja sowieso. Ne? Wisst ihr Bescheid, was ich meine? So, den würde ich mir ganz gerne fangen. Der ist Level 5. Ich glaube, dass der nicht so schwer zu tamen sein wird. Aber. Ist das der richtige? Ja, perfekt. Ja, Command. Ich will da hoch. Denn wir wollen natürlich dieses Dodri da abschießen, ohne dass der aggressiv auf uns wird. Überfliegen übrigens dieses Metbus rum. Da hinten war irgendwo letztens auch noch ein Glurak, ne? Wir sollten vielleicht mal auf die Fleischfresserinsel gucken. Da fällt mir ein, das sollte ja sowieso alles gar kein Problem sein, weil es sind ja keine Wale mehr da. Also mal abgesehen von den Pokémon-Walen, wobei ich nicht weiß, wie gefährlich die dann sind. So, da schießt er mal auf den drauf. So, ich glaube nicht, auch wenn es ein Flugtyp ist, wird er nicht fliegen können, oder? Das ist ja jetzt der Trick an der ganzen Sache. Wow! Nicht, ach ja, hab ich ja voll vergessen. Das können die ja. Die können ja einfach die scheiß Wege hochrennen. Der kann nicht die Tür rein, oder? Fuck. Scheiße, ich hab das wirklich voll vergessen. Wow! Shit! Ich hab mein Lagerfeuer kaputt gemacht. So ein Arsch. Scheiße. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Nein, hör auf damit! Bitte! Ich probiere was aus. Etwas Dummes. Pass auf. Wir machen so. Und weil ich. Na, guck mal, hat schon halb kaputt gemacht, die ganze Scheiße hier. Ich habe jetzt quasi nichts mehr dabei, was ich irgendwie brauche aus den ganzen Skins. Die sind irrelevant. Ich jag den jetzt einfach weg. Kuckuck. Hey, du Arsch. Wir haben ein Problem. Der lässt mich nicht in Ruhe. Der greift mein Bett an. Mein ganzes Haus. Oh fuck, wenn er mein Bett zerstört, ne? Wichser. Alter. Der ist Level 5. Wie viel Schaden der macht, das ist ja Wahnsinn. Ja, wir brauchen ein Gewehr, finde ich. Mit Betäubungsdarts. So stark wie eigentlich. Oh, scheiße, Alter. Wir brauchen Steinbuden. Wir brauchen echt eine Steinbase. Nicht nur das, wir brauchen nicht nur eine Steinbase, wir brauchen. Was? Wir brauchen einen Hochsitz, von wo aus wir schießen können. Dass wir halt echt geschützt sind. Wir brauchen echt diesen Schutz. Das ist das Schwierige. Wir brauchen Schutz. So. Ja, ich denke, das reicht mir erstmal. Ja, wir brauchen wirklich den Schutz, den uns
Steinbase gibt und wir brauchen den Schutz so, dass der nach oben hin angreift oder nach oben hin angreifen muss, um uns zu bekommen, was er nicht schaffen wird, weil wir halt oben sind. Wir brauchen High Ground. Ich glaube, ich muss eine Steinbase bauen, verdammt. Und nicht nur das. Wir haben ja noch das hier. 20 und 10. Und der da? 45. Hallo. Autsch. Aber die sind nicht so stark. Autsch. Ich hab gesagt, du bist nicht so stark. Lass mich in Ruhe. Das Blöde ist, wenn ich jetzt hier einen Pokémon reinschmeiße und den angreifen lasse, der wird auch uns treffen. Ich glaube, wir töten die mal. Einfach nur so, weil es geht. Andererseits, ich habe hier Superbälle da, ne? Ich soll mal versuchen, die zu tamen. Es könnte schief gehen, das haben wir schon gesehen. Und die werden uns nicht... Nee. Ich habe eine bessere Idee. Die werden da mit Sicherheit nichts Großartiges machen. Aber wir können schon mal hier ein kleines Upgrade machen. Wir können das ja auch benutzen, ne? Oh, das war so ein Fail mit dem Stein. Das funktioniert mit den Trikes immer, aber hier so gar nicht. Nee, ich werde das Ding jetzt mal auf Stein umrüsten. Und dann werden wir einfach versuchen, die von dort aus mit dem Highground, den wir haben, zu tamen. Weil die keinen Stein kaputt machen können. Wir werden auch versuchen, das Ganze... Nein, ich habe eine bessere Idee. Das würde mir jetzt viel zu lange dauern, das ganze Teil jetzt auf Stein abzugraden. Ich werde es in Stein einkleiden. Wir brauchen ja ein bisschen mehr Größe, weil die Sachen, die dahinter sind, die werden ja sonst zerstört. Und das will ich eigentlich vermeiden. Okay, wir tamen. Ich überlege gerade, ob wir tamen oder fangen. Das ist ein Resladero, der ist auch voll stark. Mindestens den Magnaia, hieß er so, ich weiß es gerade nicht mehr. Und den da kleide ich einen in Stein, dann haben wir einen Highground und ich muss die ganze Base nicht umbauen, das mache ich einfach später und das geht schneller. Und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder. Ich würde gerne den nächsten Versuch starten, ein Pokémon zu tamen, / fangen. Ich habe wieder ein kleines bisschen vorbereitet, nicht so viel, ein bisschen. Ich würde allerdings auch ganz gerne, das kann ich jetzt mal aus, mir mal eine Metallrüstung machen, zumindest einen Teil davon. Einfach, um halt ein bisschen geschützter zu sein. Ich weiß noch nicht, was ich brauche. 6, 8. Ich habe 22 Stück. 10, 6, 8, 10. Das wird nicht funktionieren, oder? Ich meine, die haben alle 100 Armor. Ich würde fast sagen, die beiden sind das Beste von Preis-Leistung her. Dann habe ich zwei Teile und bin auf jeden Fall schon mal geschützt da. Ja, wobei, soweit ich weiß, die Rüstung macht hier auch, hat hier auch Einfluss darauf, also welche genutzt wird, wo der Gegner dich trifft, wenn du den Kopf wegschießt und dann immer auf den Kopf weiter drauf ballerst, dann ist natürlich der Kopf ungeschützt und da wirkt dann auch kein Rüstungswert drauf. Allerdings weiß ich nicht, wo halt so kleine Pokémon eintreffen, ne? Weil wir haben ja eben gesehen, die treffen ja schon sehr weitläufig und eventuell funktioniert das Ganze dann auch eben in dem Punkt. Wenn die halt einmal zuschlagen, dann treffen die den ganzen Körper. Übrigens beim Gras sammeln habe ich Winter Flowering Plant gefunden und Fern Plant. Ich weiß nicht, ob das offiziell jetzt Arc ist oder ob das von einer Mod ist. Es sieht aus, als wäre es einfach von einer Mod, weil ich kenne das nicht. Das ist neu für mich. Gut. Wie sieht denn mittlerweile die Base aus? Das war falsch. Ich wollte so machen. Die Base, naja, wie gesagt, ich habe einfach nur einen Steinring drumherum gezogen. Und dies ist eigentlich in der Größe um 1 gewachsen. In alle Richtungen zumindest. Das ist ein Nocturne. Sieht aggressiv aus. Mal gucken. Hi. Agro? Friends? Hi. Hallo. Okay, Freunde. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Der tut mir nichts. Aber der Flemly-Schubskreis hat sich vergrößert. Da ist jetzt ein Resladeo mit bei und haut mit kräftig drauf. Ich will mal gucken. Und Mauzi auch noch. Ach du Scheiß, was ist denn hier los? Arme kleine Stinker. Warum tut ihr denn weh? Was hat euch getan? Level 55, wow. Oh, den werde ich niemals getappt. Level 100. Oh Gott. Ich habe 67 Darts. Ich habe 67 Arrows. Ich glaube nicht, dass ich den getaint bekomme, im Ernst. Ich glaube, sobald ich draufschieße, sind wir gearscht, weil der uns nicht in Ruhe lassen wird.
Du Scheiße, für den brauche ich auf jeden Fall ein bisschen mehr. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich am Überlegen bin, ob ich es mir einfach machen soll. Ich brauche nämlich Darts. Ich brauche ganz, ganz viele Darts. Darts habe ich nicht. Also, weil mir fehlt Narcoberries. Und Narcoberries sind einfach ein seltenes Gut geworden. So, probieren wir es noch einmal. Die Idee diesmal ist dann einfach zu pullen. Ist der weiß oder welche Farbe hat der? Das ist lila. Das weiß. Zu pullen, hier hinzuziehen. Ich gehe ins Haus. Er kann keinen Stein kaputt machen. Ich gehe oben rein und schieße von oben einfach runter, bis er schläft. Das ist der Plan. Versuchen wir, einen Dodri zu tamen. Oder zu fangen. Wir können auch einen Nocturne versuchen. Ich weiß aber nicht, wie stark der ist. Lauf! Lauf schneller! So. Revanche! Wetten, der trifft mich hier oben noch. Ich würde es sogar glatt glauben. Tja, was machst du jetzt, kleiner Stinker? Hä? 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 Richtig. Ins Wasser rennen? Bist du behindert? Also jetzt mal im Ernst, bist du behindert? Also wenn er jetzt im Wasser einschläft und er trinkt, ne, dann muss ich ja versuchen zu fangen, statt zu tamen. Wo willst du hin? Warum zuckelst du dabei so komisch? Nein! Nicht! Du auch noch! Das arme Flamly hat niemandem was getan und trotzdem mobbt ihn alle. Ihr seid echt gemein zu dem, ne? Wisst ihr das eigentlich? Oh, der hat viel Leben, ne? Wow! Wow, 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 der macht auch so viel Schaden. Und dabei ist er gerade mal Level 5. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen, Restladero ist halt so ein ohne Entwicklung, wie viel Schaden der machen würde. Auf 140. Jetzt wisst ihr vielleicht auch, warum ich ihn unbedingt ungern jetzt betäuben möchte, weil ich glaube einfach nicht, dass ich ihn betäubt bekomme. Deswegen, ich brauche erstmal mein Super Spyglass, damit ich das besser einschätzen kann. So, jetzt wird natürlich schwieriger, den zu treffen. Außerdem natürlich Anlauf und... Ah, daneben. Wie viele Darts habe ich? Oder Pfeile? 48. Hm. Ja, ich treffe den jetzt nicht. Ja, außer er ist dumm. Ja gut, er... Es kann auch sein, dass der extrem schnell regeneriert, ne? Andererseits... ich überlege gerade, ob ich jetzt so weitermachen soll. Oder ob ich den vielleicht einfach beschädigen soll und dann versuchen soll, mit dem Superball zu fangen. Ich meine, er ist Level... oder Evo-Stufe 3. Ich sag jetzt einfach nur Evo. Also statt Evolutionsstufe, dann einfach Evo. Habe ich aus einem anderen Spiel so angewöhnt. Ob der mit dem Superball zu fangen ist. Oder ob es wirklich, so sagen wir mal, so eine Art Richtlinie gibt. Ja. Welche Bälle man braucht. Halt für Evolutionsstufe 3 sollte es mindestens ein Ultraball sein. Ich pack mir den mal auf die 4. Er hat aufgegeben? Ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall ein bisschen irre geworden. Nein, nein, nein. Oder? Was habe ich getroffen? Ich treffe das Dodri, oder? Sag mir, sag einfach, dass ich ihn treffe. Wenn ich das Mauzi treffe und noch ein nächstes Pokémon aggressiv auf mich mache, dann... Hallo, Leute. Das wird lustig. Oh, er schläft. Sehr gut. Ja gut, dann... die lassen mich in Ruhe, ne? Gut, Flamly tankt einfach alle. Punkt. So, ja, ist ja gut. Ich habe übrigens die Taming Food. Er frisst keine Beeren, also doch nicht. Es ist nicht so, als alle Pokémon Beeren fressen. Er braucht anscheinend auch Fleisch. Das heißt, wir brauchen wieder ein Poke-Opfer. Kann man das so sagen? Ein Poke-Opfer? Bestimmt, oder? Welches nehmen wir? Wir nehmen wieder Shiggy, weil der uns natürlich auch ein paar, Pokémon sind Drogen. Ja, haben sie aber recht. Ich sage, wir nehmen Shiggy, weil Shiggy gibt uns auch ein bisschen Chitin und Keratin. Ein bisschen Chitin, kein Keratin. Und damit könnten wir eventuell sogar noch ein bisschen was bei rum rausholen. Ich weiß nicht, wie viel ein gebratenes Fleisch bringt, wenn überhaupt. Ich gebe ihm mal die anderen Beeren. Vielleicht variiert das auch bei den Beeren, dass sie halt andere Beeren brauchen.
So. Sind es schon wieder mehr geworden? Nein. Irgendwann entwickelt sich der. Oh, der frisst doch die Beeren. Ja, gut. Er hat einfach 2000 Leben. Nicht schlecht. Na komm mit. Dodri. Ich brauche einen Pokéball. Ganz ehrlich, wenn ich die schon getamed habe, dann will ich da keinen Superball für verschwenden. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Kann... Ich überlege gerade, ob der vielleicht irgendwo ein bisschen besser drauf ist als... Träger-Pokémon. Ich sage jetzt einfach mal Träger.82. Das ist gar nicht so schlecht, ne? Kein Leben. Ja, komm mit. Ich muss den töten. Ich will den mit Dodri töten. So. Kommt der raus? Nee, ne? Okay, so. Dann Options. Unclaim. Er hat ein hohes Level. Das könnte sogar funktionieren. Dann gehen wir bei dir drauf. 142 Schaden. Das ist gar nicht so wenig, ne? 142 Schaden. Schon ziemlich gut. Joa, großartig. So, gib mir das. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Bei dem lohnt sich jedes Level ab. Wenn er schon 100 Schaden macht mit Standard-HP, mit Standard-Taming, fast Level 1, dann, ey. Es bringt bei denen man richtig, richtig viel. So, das muss ich dann aber auch mal wieder ein bisschen. Ja, wobei, jetzt hat er auch Beeren gefressen. Ich weiß einfach nicht, ob die Beeren fressen oder ob die auch manche von dem Fleisch fressen. Alles, was ich halt merke, ist, dass ich halt sehr, sehr viele Beeren brauche und nichts habe, um Beeren zu sammeln, weil ich halt keinen Beerensammler habe und ich weiß, ob es Pokémon gibt, die Beeren sammeln können. Darum, ich brauche Metall, ne? Ich brauche noch Rohmetall, fällt mir gerade ein. Weil ich brauche den. Ich brauche nochmal einen Pokéball. Ja, halt. Ja, ein Metall, komm. Ein Metall kriege ich in 0, nichts raus. Pass auf. Aber probieren wir mal aus, ob der. Boah, ist der lahmarschig. Habt ihr in Erinnerung, wie schnell der mit hergerannt ist? Ja, ne? Ich hab's jedenfalls. Alter. Ja, das ist das Problem, die sammeln nichts, ne? Die können zwar Bäume umhauen und so, aber die kriegen nichts ins Inventar. Darum schreibt mir mal in die Kommentare. Ob ich mir einfach Beeren ercheaten darf, also Narcoberries, einfach weil mir fehlt halt die Möglichkeit, an ein Dingens ranzukommen, an einen, an einen Bärenfarm. Oder schreibt mir einfach in die Kommentare, welches Pokémon Beeren farmen kann, wenn es sowas gibt, weil ich brauche sowas gerade wirklich dringend. Und dann werden wir einfach, ja, je nachdem, wenn ihr halt sagt, ja, ist okay, nee, lass mal, werde ich mir einfach 1000 Beeren, Narcoberries, wenn ich mal welche brauche, holen, einfach so. Und dann, was will der noch halt, ne? Kann ich auf jeden Fall diese Probleme damit loswerden. Habe ich keinen Hide im Winter? Warum nicht? Egal. So, wie viele Bälle? 10 Bälle. Ja, komm, wir brauchen eh nur einer. Wir brauchen die auch auf Vorrat. Ich will wirklich keine Superbälle für die verschwenden. So, kann da rein. Okay, Dodri. Ich würde mal sagen, willkommen im Team. Und jetzt haben wir, ach. Level 15? Ach ja, klar, ich bin ja gelevelt. Ja, cool. Komm raus. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du stirbst, macht das keinen Unterschied. Ab jetzt wirst du sofort zurück in den Pokéball geworfen. Da ist ein Fleckmon. Ist ein Fleckmon aggressiv? Ist ein Fleckmon stark? Wir könnten an dem ein bisschen üben, aber mein Dodri ist ein bisschen schwach. Ein bisschen lahmarschig. Es dauert ein bisschen, bis ich da bin. Oh Gott. Oh, ein Myrapla. Ist der stark? Wenn ich ganz ehrlich bin, komm mit. Wir können ihn mal ein bisschen kämpfen lassen, ne? Level 20. Los, Burschnabelattacke. Ich kann ihn nicht mal angreifen. Der versteht den nicht mal als Gegner. Ja. Instant down. Wieso gibt der mir keine Beeren? Würde der mir Beeren geben? Das wäre großartig. Aha. Okay, also ich kann auf jeden Fall Werkzeuge verwenden. Das sah ja mega bescheuert aus. So, hallo kleines Fligmon. Hoi. Der ist ja stark. Der macht mir Schaden, oder? Ich weiß es gar nicht. Hui.
Der ist sogar ziemlich stark. Und der ist schnell. Was stimmt mit dem Phlegmon nicht? Ist irgendwie komisch, wenn man sowas laut sagt und man weiß genau, hey, da sind noch Nachbarn. Können wir jetzt bitte mal eine Superattacke starten? Ich glaube, der ist ein bisschen stärker. Habe ich jetzt keine Superbälle dabei, ne? Steig mal ab. So. Ich würde gerne mal wissen, wie viel Leben der denn so hat. Komm mit. Lass mir den mal kurz am Leben. Ich habe eine Idee. Ich meine, wenn mein Dodri jetzt stirbt, ist ja egal. Der landet ja wieder zurück im Pokéball, nicht wahr? Ich hoffe, das gilt auch auf die Entfernung. Dann hole ich mir kurz einen Superball oder auch Pokébälle. Er ist jetzt so schwächt. Das scheint ja doch ein sehr, sehr starkes Phlegmon zu sein. Dann nehme ich einfach mit ins Team auf. Und wenn wir Glück haben, entwickelt er sich einfach mal irgendwann. Er wird sich nicht entwickeln, glaubt mir. Aber hey, vielleicht, wer weiß. So. No! Sammeln wieder ein. Nein! Dodri! So, ich muss mal ein bisschen runterschwächen. Der haut mich hier ganz schön. Ja! Slowpoke attempt? Alter. Welches Level hat der? 105! 5000 AP! Ey, du kannst gehen. Ich habe ein neues Super-Pokémon. Junge. Ja, ey. Alter. Und jetzt spawnt da einfach ein Knackrack. Großartig. Hey. Und es verprügelt irgendwas Kleines. Ich kann nicht erkennen, was es ist. Es ist zu klein. Aber das ist eben die Welt der Pokémon, wo die großen Pokémon die kleinen töten wollen und dann nicht treffen. Da ist ja schon wieder was gespawnt. Ist das ein... Nee, ist ein Evoli, oder? Nee, ist ein Raichu. Oh Gott. Da, guck mal! Also das ist ein Potrot, den der angreift mit zwei Lucarios, Alter. Ich finde, die Pokémon hier sind alle ein bisschen zu aggressiv und zu stark, um gegen Spieler klarzukommen. Also die Spieler. Ich bin auch überlegen, ob ich einfach sagen soll, hey, ich gehe God-Mode. Dafür werde ich allerdings niemals selbst mit eingreifen, sondern die Pokémon selbst, die dürfen dann... Was zum Teufel ist mit den Haaren und den Helmen nicht in Ordnung? Das kann so nicht funktionieren. So. Besser. Ja, ob ich dann einfach God-Mode gehe und dann wirklich das Spiel halt so spiele, dass ich sage, ich werde... Warum ist da ein Pikachu? Das ist kein Pikachu. Ach ja, guck mal, steht jetzt da Owner. Da steht einfach gar nichts. Weil der ist gefangen, der ist getamed. Das ist seltsam. Gucken wir uns den mal an, oder? Der ist, wow. Der ist gar nicht so stark. Das ist einfach nur, weil er ein hohes Level hat. Und der ist lahmarschig, bis zum geht nicht mehr. Kann der schwimmen? Kann der tauchen? Alter, ist der lahmarschig. Wie hat der Mii eben solche Probleme gemacht? Der kann auch gar nichts. Ne. Gucken wir mal ganz kurz, ob der hier schwimmen kann. Oder was dann passiert. Nö, der geht einfach über Wasser. Warum auch nicht? Nee, der schwimmt. Was? Das soll schwimmen sein? Lieber Entwickler. Das ist keine Schwimmanimation. Der geht einfach im Wasser. Das ist voll der Penis irgendwie. Ich weiß auch nicht. So ein. Wie soll ich das erklären? Oder eher so ein Schweinchen, so ein Penis, Schweinepenis. Wegen der Farbe, wegen dem Schwanzchen da. Und ich weiß, das ist irgendwie seltsam. Weißt du, was wir machen? Wir schneiden das weiße Stück ab und verkaufen dann die Phlegmon-Router einfach an Team Rocket oder so. Übrigens müssen wir uns auch einen Tribe-Namen geben. Und ich finde, wir sollten uns auch einen Team-Namen geben. Ich weiß aber nicht, wie oder welchen. So, 215. Wir auf jeden Fall zwei, die deutlich Schaden machen. Und sollten wir halt angegriffen werden, haben wir eine kleine Verteidigung. Und ich würde sagen, das sollte erstmal gewesen sein für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich selber ein Däumchen nach oben, dass ich gerade in die Kamera halten wollte, was gar nicht geht, weil ihr mich ja gar nicht seht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.